mit Frau Göring-Eckardt. Aber die Kritik ist ja da. Macht die Politik der Ampel die AfD größer, weil sie einfach schlecht regiert, weil sie fehlerhaft ist, weil sie möglicherweise die falschen Themen nach oben zieht und die richtigen nicht löst? Ich glaube, es passiert gerade was anderes. Es wird über Probleme geredet oder Probleme werden groß gemacht, die die Wirklichkeit gar nicht betreffen. Zum Beispiel? Also ich mache ein Beispiel, was die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist, die Strompreise sinken gerade. Wir haben es geschafft, endlich unabhängig zu werden vom Diktator Putin, was unsere Energieversorgung angeht. Okay, damit sind wir jetzt endlich bei Außenpolitik. Wie gesagt, immer noch nicht bei dem neuesten Konflikt mit dem Iran, aber doch bei Außenpolitik. Ja, die Strompreise sinken. Die Strompreise, wenn sie 2021, 2022 explodiert sind. Sie sind immer noch nicht auf dem Niveau, was wir 2021 hatten. Weil für die Gaspreise gilt dasselbe. Und da das letzte Kraftwerk im Merit-Order-Prinzip am Strommarkt nun mal den Preis macht, das ist häufig ein Gaskraftwerk, sind die Strompreise halt ähnlich zu den Gaspreisen gestiegen. Und hohe Gaspreise bedeuten letztlich hohe Strompreise. Und wenn man die Strompreise dauerhaft niedrig halten wollte, dann müsste man für sinkende Gaspreise sorgen. Geht. Und wir erleben auch nach einem Jahr nach dem Atomausstieg, das haben wir gerade, ich finde, zu feiern. Und wir erleben gerade, wir sind stabil in dieser Frage. Es wird aber geredet über alle möglichen anderen Dinge, die ich am liebsten gar nicht erwähnen will. Da geht es irgendwie um Kulturkampf, um hier Gender und da, ich weiß nicht was. Und es suggeriert den Leuten, dass das kannst du dir nicht, also nennt man das nicht neudeutsch irgendwie Gaslighting oder so? Also die Grünen erlassen beispielsweise dieses völlig bescheuerte Selbstbestimmungsgesetz. Die Leute regen sich über dieses Selbstbestimmungsgesetz auf. Also die Grünen beginnen einen völlig irren Kulturkampf, den man keinem normalen Menschen mehr erklären kann. Und die Leute regen sich dann über diesen Kulturkampf auf. Und Katrin Göring-Eckardt wirft den Leuten, die sich darüber aufregen, jetzt vor, sie würden den Kulturkampf betreiben. Nee, es sind die Wokisten, es sind in dem Fall jetzt parteipolitisch die Grünen, die diesen Kulturkampf begonnen haben. Also den Vorwurf sollte sie gegen sich selbst richten. Was die eigentlichen Probleme wären. Und ich bin fest überzeugt davon, wenn wir in diesen Wahlkämpfen über das reden, worum es eigentlich geht. Und ich bin auch immer für Kritik auch an der eigenen Regierungshandeln zu haben. Und so viel Selbstkritik, wie wir als Grüne üben, da fragen manche andere schon, warum macht ihr das eigentlich so? Aber ich bin fest überzeugt davon, dass die Ampel besser ist als ihr Ruf. Aber vor allen Dingen ist unser Land besser, als es schlecht geredet wird, unter anderem von Sarah Wagenknecht. Und wir schaffen sehr viel mehr, als der Eindruck immer erweckt. Oder vom Statistischen Bundesamt, das konstatiert hat, dass die Neuaufträge im Bausektor um ein Drittel eingebrochen sind im letzten Jahr. Oder die energieintensive Industrie um 15% geschrumpft ist. Das sind ja Zahlen, die vom Statistischen Bundesamt kommen. Das sind ja keine Zahlen, die Sarah Wagenknecht sich ausdenken. Also die energieintensive Industrie, 15% davon sind weg im Vergleich zu dem, was wir noch vor 2 Jahren hatten. Werden will. Und das finde ich verkehrt. Wir sollten unverzagt bleiben und für die Demokratie und diesen Zusammenhalt kämpfen. Aber das ist doch genau das, was die Menschen sagen. Oh Gott, also dieses Publikum ist ja auch in einer Art und Weise politisch ausgewählt worden. Ich habe vorhin bei Wagenknecht gesehen, weil wir Einzelne geklatscht haben, aber bei Eckardt, bei diesem völligen Schwachsinn, den sie hier vorträgt, da klatschen alle. Also das ist unglaublich. Ja, Habeck hat ja gesagt, wir sind umzingelt von Realität. Also die Realität, die scheint bei Katrin Göring-Eckardt noch nicht angekommen zu sein. Sie müsste sich nur mal eine Statistik vom Statistischen Bundesamt durchlesen und ihr ganzes Narrativ würde in sich zusammenbrechen. Also das, ja, das beschreibt ja ziemlich gut den wirtschaftlichen Niedergang, den wir gerade in Deutschland sehen. Das eine Thema, weil das ist ja interessant, ich finde es ja tatsächlich interessant, das eine Thema, das jetzt Frau Göring-Eckardt beispielhaft genommen hat, also der Atomausstieg ist ein Jahr her, die Energiepreise sind jetzt wieder niedrig. Nehmen Sie das? Niedrig sind die überhaupt nicht, die sind immer noch über 40% höher als vor der Krise. Nein. Und das ist eben auch das Problem, dass alles weggeredet wird. Also natürlich, jetzt, also wirklich, was ich sage, Habeck ist umzingelt von Realität, aber diese Realität ist bei Katrin Göring-Eckardt nicht angekommen. Vielleicht sollte diese auch umzingeln. Nein, die Energiepreise sind nicht 40% höher. Nicht ist die Inflation, nicht die Preise sinken. Wenn die Inflation sinkt, heißt das nur, dass die Preise nicht mehr so schnell steigen. Und es ist, wenn man an der Zapfsäule steht für den Bürger, wenn die Energierechnung kommt, wenn die Heizungsrechnung kommt, natürlich sind das immer noch sehr viel höhere Kosten. Die Lebensmittel sind sehr viel teurer geworden. Viele Menschen haben in den letzten Jahren massiv an Wohlstand und an Kaufkraft verloren. Sie machen sich große Sorgen, wie es weitergeht. Wir haben in der Industrie massive Probleme. Ich meine, die Gewerkschaft, die IG Metall
und die Arbeitgeberverbände. Das ist nicht so oft, dass die zusammen... Also, wenn die Energiepreise sich verdoppeln, also jetzt mal ganz schematisch gesprochen, wir können uns vielleicht mal echte Graphen ansehen, aber ganz schematisch gesprochen, wenn die Energiepreise sich verdoppeln und dann um 30% sinken, 30% gesunkene Energiepreise vom Peak aus, von der Spitze aus. Aber wir haben im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 40% erhöhte Energiepreise. Also diesen Unterschied, ich weiß nicht, ob Göring-Eckardt den Intellektuell nicht fassen kann oder ob sie ihn genau versteht und einfach die Zuschauer für zu blöd hält. Das fragt man sich ja bei solchen Politikern immer. Aber das ist letztlich das, wovon wir reden. Wichtig ist, auf welchem Niveau sich die Energiepreise jetzt im Vergleich zum Vorkrisenniveau befinden und nicht, wie stark sie, seitdem sie ihre absoluten Spitzenwerte erreicht haben, gesunken sind. Papiere verfassen. Die haben jetzt gerade noch mal gewarnt, dass Deutschland als Industriestandort massiv gefährdet ist, dass viele Unternehmen abwandern. Und natürlich ist das eine Gefahr für unser Land, dass wir wirklich wirtschaftlich absteigen in den nächsten Jahren. Und wenn ich dann Herrn Habeck höre und der sagt dann, ja, alles nicht so schlimm und wir sind ja jetzt unabhängig von Putin. Ja. Wir haben unsere Energieversorgung nicht gesichert. Wir haben keine langfristigen Gasverträge, bis heute nicht. Ja. Die USA hat den Kapazitätsausbau limitiert. Unsere Energie ist viel teurer als in anderen Ländern und das schädigt unsere Wettbewerbsfähigkeit, das schädigt unseren Mittelstand, das schädigt die Menschen, die nicht mehr so viel kaufen können. Und das ist ein ganz, ganz ernstes Problem. Und Punkt, damit die antworten kann. Vielen Dank. Das Einzige. Göring-Eckardt durfte gerade minutenlang monologisieren, Wagenknecht antwortet kurz, widerlegt die wichtigsten Sachen und die Moderatorin wirkt sie ab. Gerade schon Manna Fassan auf Twitter gelesen, der hat geschrieben, Wagenknecht wurde die ganze Zeit abgewürgt. Ja, jetzt weiß ich, was er meint. Ich hoffe, wir kommen noch zum Iran-Ding. Also das wäre ja jetzt schon blöd, wenn wir das, wenn Wagenknecht da jetzt gar nichts zu sagen würde. Was wirklich teuer ist, ist weiter an den fossilen Energien zu hängen. Deswegen war es ja so teuer, deswegen waren wir nicht eigenständig, weil wir von Putins Gas abhängig waren, weil wir von anderen fossilen Energien abhängig waren. Ich bin fest überzeugt davon, wir haben jetzt inzwischen über 50% Erneuerbare und der große Vorteil davon ist, dass weder Sonne noch Wind eine Rechnung schicken. Das ist auf jeden Fall günstig. Wir sehen auch, viele Menschen machen mit. Wir haben noch nie so viele Balkonkraftwerke gehabt wie jetzt. Und man sieht, die Leute wollen das selber gerne machen. Die wollen selber gerne dabei sein. Das ist genau das, was ich meine. Die Leute wollen gerne mit anpacken. Und ja, wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen mit Leitungen. Wir werden das schaffen mit den Erneuerbaren. Ja. Und wir werden auch noch Gas brauchen für eine Übergangszeit. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber wir müssen jetzt nicht wieder anfangen, auf Kohle zu setzen und schon gar nicht auf Gas von Kohle. Der Vorschlag vom Bündnis Sarah Wagenknecht geht ja auch, also wir wollen ja auch über den Krieg in der Ukraine reden. Ihr Vorschlag ist ja sehr konkret. Die Sanktionen schaden Deutschland mehr, als sie Russland schaden. Heißt, Sie wären dafür, ab sofort wieder Gas und Öl aus Russland zu importieren? Also ich bin für eine realistische Außenwirtschaftspolitik, die unsere Interessen sieht. Und das heißt, sehen ab einfach, sofort Deutschland wieder zurück ist Schlusslicht in den Industrienationen. Das heißt, unsere Wirtschaft ist im letzten Jahr geschrumpft, sie wird dieses Haben Jahr sie wieder schrumpfen. Schon gesagt? Die russische Wirtschaft wächst. Also irgendwas machen wir da falsch. Da wächst die Kriegswirtschaft. Nein, in Russland wachsen auch zivile Sektoren, beispielsweise die Bauwirtschaft. Also die russische Bauwirtschaft, die hat vom Neubau an Wohnungen ein Vielfach, mehr als das Fünffache oder das Vier- bis Fünffache der deutschen Bauwirtschaft. Also das ist schon beachtlich, wie viel stärker auch zivile Sektoren in Russland wachsen und wie viel stärker sie sind als beispielsweise in Deutschland. Offensichtlich ist es doch so, dass die Sanktionen, das hat ja sogar Frau Baerbock eingestanden, sie erreichen das Ziel nicht. Deshalb die Frage nochmal, also was ist Ihre Konsequenz? Dass wir uns nicht völlig abhängig machen, das halte ich für richtig. Aber wir importieren ja teilweise russische Energie. Wir importieren teilweise russisches Gas über Belgien. Also Belgien ist jetzt ein großer Gaslieferant von uns, hat aber gar kein Gas, sondern importiert russisches Gas, das dann dort regasifiziert wird, kommt zu uns. Wir importieren teilweise Ölprodukte aus Indien. Also russisches Öl geht nach Indien, wird verarbeitet, wir importieren das. Übrigens auch sehr klimaschädlich alles, weil das alles über lange Wege geht. Und deswegen finde ich, wir sollten schon gucken, wo erreichen wir eine sinnvolle und stabile Energieversorgung. So, und da habe ich jetzt keine Antwort von Ihnen. Darf ich das Argument, also wir nehmen das sowieso aus Russland, nur über Umwege, können Sie dazu bitte was sagen? Also, ich kann nur sagen, auch das muss aufhören. Natürlich, völlig klar. Und deswegen arbeiten wir da dran. Ich meine, wir regieren noch nicht so lange. Ich habe gehört, morgen 3 Euro für den Liter Diesel. Also
Das würde ja bedeuten, wir bräuchten völkerrechtswidrige Sekundärsanktionen. Also wirklich, ich vermute, Göring-Eckardt ist gar nicht klar. Sie fordert hier wirklich, dass sich Unternehmen entscheiden müssen, machen wir Geschäfte mit Russland oder mit der EU. Also das wäre wirklich der totale Wirtschaftskrieg. Das ist ein völkerrechtswidrige Sekundärsanktion. Das ist ein Wirtschaftskrieg, wie in die USA beispielsweise gerade gegen den Iran oder gegen Venezuela führen. Also das wäre eine völlig neue Stufe der Eskalation. Und das würde, wie gesagt, freut euch auf 3 Euro für den Liter Diesel, wenn dieser Irrsinn hier kommt. Ja, und wir haben davor eine Zeit gehabt, in der die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern, nicht nur vom russischen Gas, von allen anderen auch, immer weiter auf die Spitze getrieben worden ist. Wir haben Bundesländer in Deutschland, Bayern, wenn man mit Herrn Söder spricht, dann denkt man, er hat es noch nicht gemerkt und freut sich darüber, dass er Solar hat, aber baut die Leitungen nicht aus, um zu profitieren von den Erneuerbaren, die aus Norddeutschland kommen. Also ja, wir haben sehr viel zu lange den falschen Weg eingeschlagen und wir ändern das jetzt gerade. Und wir sind so schnell bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wie es uns niemand, ich gebe zu, wir noch nicht mal selber zugetraut haben. Und das ist der Punkt. Daher haben wir die Stabilität, die werden wir brauchen. Und ja, wir haben Umwege mit LNG-Terminals genommen. Ohne Ende, Fracking-Gas aus Amerika. Genau, die für uns natürlich alles andere als angenehm gewesen sind. Aber sie haben damit zu tun. Sie haben mit dieser falschen Abhängigkeit, diesem falschen Weg zu tun. Das ändern wir jetzt gerade. Und habt ihr gehört, das Gas da herzubeziehen, wo es am umweltfreundlichsten, am günstigsten und allgemein am sinnvollsten ist, das ist eine falsche Abhängigkeit. Weil sein Gas in den USA zu beziehen, quer über den Ozean schippern zu lassen und dafür den 5-fachen Preis zu zahlen, das ist eine vernünftige Abhängigkeit. Also bei der Partei kann man sich wirklich nur in den Kopf fassen. Also wirklich, dass die, also mit diesen Narrativen hier, mit diesem Quatsch durchkommt, das liegt wirklich daran, dass, dass die Öffentlich-Rechtlichen nichts, wirklich gar nichts über den wirtschaftlichen Verfall berichten. Wie gesagt, ihr müsst nur bei D-Status nachgucken, euch die energieintensive Industrie anschauen, euch anschauen, wie es allgemein um die deutsche Industrie steht. Die ist ja auch allgemein um 10-15%, glaube ich, seit 2018 geschrumpft. Also wir erleben ja schon jahrelang Niedergang. Sturmhaube schreibt gerade, die Grünen nutzen den Ukraine-Krieg für einen hybriden Krieg gegen Deutschland, der absoluten Zerstörung und Deindustrialisierung. Es gibt kein Volk und deswegen kein Verrat am Volk, Robert Habeck. Ja, also wie gesagt, ich gehe nochmal davon aus, dass das einfach Vasallentum gegenüber den USA ist und jetzt kein Hass auf Deutschland oder dass es einfach Inkompetenz ist, aber wirklich, dass die Grünen mit sowas durchkommen. Also das liegt wirklich an der grottenschlechten Berichterstattung unserer Medien. Sowohl über Außenpolitik als auch über die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Ich meine, Thomas Röper sagt ja immer, die Deutschen sind die schlecht informiertesten Menschen der Welt. Und ja, die Medien haben es wirklich geschafft. Das ist der Fall in diesem Land.